비 있어 사무실은 사무실은 유인의 산중한 깨레치에 나선 유인의 산신 견유의 비비라스 알라산 얼음 아시크나야 얼음 티아나 nach Deutschland gekommen. Und das war für mich eine ganz... Wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Mein Name ist Astrid Aber und in diesem Stück heute Abend wird es um mein Leben gehen. Meine Muttersprache ist Ungarisch und ich bin in Halle, Westfalen. Entschuldigung. Also ich bin mit 14 Jahren... Herzlich willkommen hier im Tam 3. Mein Name ist Simon Speck. Nein! Und oder doch. Sprich ruhig weiter. Sprecht alle weiter. Danke. Mein Name ist Simon Speck. Ich werde Lehrer. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Blagen so richtig nerven werden, dass meine Mutter mich drin erinnert, dass ich tausendmal schlimmer war. Hey Leute, macht ein bisschen Stimmung hier, da kommt. Ja, sehr schön. Also ich bin Leopold, ich bin 16 Jahre alt und mache zurzeit eine Ausbildung zum Judo-Trainer, Kampfsport und so, genau. Aber was ganz wichtig ist, heute Abend geht es natürlich um mich. Und deswegen ist dieser Abend auch mein etwas Name ganz... Mein Name ist Najwa Mejri. Ich bin arabische Bielefelderin. Nein. Eine ostwestfälische Pflanze. Bist du nicht? Nee, mit arabischen Wurzeln. Nein. Ich bin in Bielefeld geboren. Meine Eltern kommen aus Ägypten. Mir ist wichtig, dass beide Anteile zu mir gehören. Das Deutsche. Nein. Das Deutsche und das Arabische. Ist es nicht? Ich bin Deutsch-Araberin. Nein. Nein. Ich bist bin, du nicht? Nein. Was bin ich? Was bin ich dann? Wir sind, was wir sind. Voila, ich weiß nicht, was ich bin. Du bist keine Deutsche, vergiss das nicht. Wir sind, was wir sind. Basta. Ich bin nicht, was ich bin. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Jetzt was? Oh mein Gott, Schwester, ich schwöre, du weißt nicht, was passiert ist. Erzähl, Schwester. Weißt du, was diese Person so gemacht hat? Weißt du? Welcher Hurensohn? Der oder der? Der Hurensohn. Der da? Genau, der Hurensohn. Oh mein Gott. Diese Missgeburt hat einfach eine andere Nutte geballert. Einfach ciao. Und dann kommt Tara noch zu mir und sagt, ja, es tut mir so leid, ich war betrunken. Und ich denke nur so, Junge, du hast mich betrunken. Was willst du? Oh mein Gott, Schwester, das ist ganz gefickt und seine ganze Generation. Zähl auf, Schwester. Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Ungeborene. So einfach alles. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Egal, ruf ihn trotzdem an. Ruf ihn an und sag ihm, wir ficken seine ganze Generation. Und sag ihm, ich habe mit seinem besten Freund geschlafen. Oh mein Gott, das hast du nicht. Du fickst einfach den, den ich auch gefickt habe. Du bist richtig geil, Gemille, war nicht extra, aber ich schwöre, er hat nichts so. Tausend laut.
Originalsprache, aber ich denke, ich gebe euch eine 3. Eine 3? Ich habe eine 1 verdient. Vielleicht wird das ja was für Vorklammern zur Abschiedung. Wieso ist nur voll die Tumor, ne? Aber was soll das mit dem Kopftuch dabei? Ja. Nicht lustig? Nein. Vielleicht sollte ich die Szene einfach im Bikini probieren. Ja. Erkan, kannst du bitte erstmal deine Jacke ausziehen? Okay. Ich würde gerne mit euch. Warum soll ich meine Jacke ausziehen? Was stört sich an meiner Jacke? Was? Mann, komm mal runter! Ey, was denn, Mann? Mir ist kalt, na und? Haben Sie ein Problem damit oder haben Sie ein Problem mit mir? Er hat ein Problem mit dir, weil so ein Problem bist aber du. Ja, aber ich soll doch deine Jacke einfach weg. Geh! Erkan, danke, aber du hattest deine Show, es reicht jetzt. Warum? Warum? Was habe ich Ihnen getan? Das ist nur eine Jacke. Willst du mal anfassen, oder? Oh, er ist so süß. Den findest du süß? Ja. Hey, das ist nur eine Jacke. Außerdem, wo steht in der Schulordnung geschrieben, dass ich keine Jacke tragen darf? Wir müssen jetzt recht sein. Sagen Sie mir das, das möchte ich gerne. Lasst uns bitte weitermachen. Wir haben uns ausgiebig mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigt. Oh. Das hat nach wie vor Relevanz. Gerade in unserer heutigen Zeit. Schon wieder, wenn wir schon über Juden reden, was ist mit 9-11? Warum hatten zufällig alle Juden an diesem Tag Urlaub, als diese Türme da eingestürzt sind? Erzähl das doch einmal, ja, ja. Glaubst du das selber oder was? Lasst uns jetzt weitermachen. Erkan! Unter den 3000 Opfern waren auch 400 jüdische Bürger. Worauf ich heute mit euch hinaus? Ach ja? Wo steht das? Haben Sie Beweise? Ja. Schluss der Debatte! Ey, Sie bestimmen immer mal den Schluss, ist klar. Wenn Sie nicht mal weiter wissen, ist eben Schluss. Immer derselbe Scheiß für heute. Raus! Wer, ich jetzt? Ja, du! Sag mal, nein! Wer denn sonst noch was? Immer ich? Was mach ich denn? Ich schwöre, Sie haben was gegen mich. Raus! Hallo, mein Name ist Selena Yılmaz und meine Eltern kommen aus der Türkei. Ich habe immer kalte Hände. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und mein Vater bittet mich immer, Handschuhe zu ziehen. Egal wo und wann er mich sieht. Wenn es um ihn gehen würde, würde er sogar wollen, dass ich sie zu Hause trage. Ich bin Laura Monaco. Ich bin 15 Jahre alt und ich kann Italienisch, Serbisch und Deutsch. Ich spiele schon seit 5 Jahren E-Bass und bin Kickboxerin. Ich habe einen kleinen Bruder, der heißt... Ich bin Delian Kerouse. Ich komme aus Iran. Ich bin ein Dorfmädchen. Ein Junge aus meiner Klasse nennt mich immer kurdische Bergziege. Er findet das so witzig, er sagt das immer in der Pause, sogar im Unterricht. Wie heißt du? Alberto. Wo kommst du her? Aus Syrien. Kommst du nicht? Erzähl mal was von deiner Familie. Da gibt es ja erzählen. Wir haben nicht deine Eltern kennengelernt. Okay, ganz einfach. Also mein Vater ist in Syrien zum Zaun, vom Garten, vom Haus, vom Vater, von meiner Mutter gegangen. Und weiter? Hat er gesagt, ich will dein Kind heiraten. Und dann? Ja, nicht schon dann. Dann haben sie geheiratet. Fertig. Alberto? Ja? Du kommst aus Syrien? Genau. Kann gar nicht sein, du heißt Alberto. Ja und? Wir sind Christen. Stimmt, die gibt's auch. Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen. Wer ist das denn, Alter? Das ist Alberto. Alberto, du nimmst bitte neben Erkan Platz. Aber hier ist kein Platz. Kann ich noch einen Platz frei, bitte? Hoffen wir mal, dass er keinen Grabschau geht. Was? Hey, was denn? Habt ihr nicht gesehen in Köln? Köln, Silvester. Klingelt's da bei euch? Ja, das waren doch alles Syrer. War bestimmt dein Onkel, ja? War doch dein Onkel. Erkan, ich muss mich doch sehr wundern.
Eltern. Auch du hast schließlich einen Migrationshintergrund. Mhm. Ja, aber ich bin voll integriert. Ja, Lina! Das bestreitet auch niemand. Erkan, lass das bitte. Ja, aber am Anfang haben wir das auch gemacht. Ja, von mir kann er das lernen. Na klar, schlieb mal. Was? Was guckst du? Erkan, gerade du. Du gehst jetzt zur Schulleitung. Der Weg ist dir ja bekannt aus der Vergangenheit. Was? Und ich rufe deine Eltern an, die können dich jetzt hier abholen. Super, Frau Meier. Entsetz dich mal hier. Das gibt's doch nicht immer hier. Also Erkan, bitte. Warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Du stellst alles in Frage, obwohl du so für deine Sache brennst. Hast schon so vieles geleistet, auch wenn es niemand richtig anerkennt. Auf deinem Weg liegen Steine, die dich und deine Zukunft trennen. Wenn willst du was beweisen, spring einfach drüber hinweg. Das ist Erkan Koroglu. Ich? Mit 14 Jahren ist er nach Deutschland gekommen. Nein, ist er nicht. Ich bin Malik auch da. Sein Vater war Lehrer. Nein, nein. Wieso war? Er bekam Berufsverbot. Nein, nein. Er ist Kurde. Das ist richtig. Seine erste Freundin war eine Jesidin. War sie nicht? Doch. Meine erste Freundin war Jesidin. Seht ihr? Wir konnten uns nur schreiben. Poesie und so. Ja, Khadir Qasi Melek. Bela Harvard Minu Aylam, Keifu Khoshibe. وتشتكسر مالي تشتكسر خلقيني Lieber Gott, mach, dass dieser Junge mich immer lieb, so wie ich ihn liebe. Teufelsanbeterin. Hey. Hey. Meinst du das ernst, was du schreibst? Na klar. Was denkst du von mir? Die machen uns das Leben nicht einfach, ja. Aber ich will nicht klagen. Ja, okay.
Ja, die Deutschen klagen immer über uns. Immer. Sie wollten nicht, dass Erdogan nach Deutschland kam. Was sollte das hier haben? Sie sagen Freiheit hier, Freiheit da. Deutschland, Demokratie. Ja, Deutschland ist Demokratie, aber nicht Erdogan. Wir haben hier keine Demokratie. Volk hat Erdogan gewählt. Ja, aber das Volk dumm ist. Nein, Heimat. Na, wie dumm. Geht nicht. Wie dumm. Ja, direkt gewählt, 60%. Ja, reicht? Ja, Volk hat entschieden, muss akzeptieren, ja. Natürlich. Ja, das Volk hat sich vor Panzer gestellt für Demokratie. Ich war dabei. Ich auch. Ich bin Mitglied. Ja, Bruder, was macht Erdogan? Er kommt nach Deutschland und macht hier Wahlkampf. Ist das normal? Normal? Ja, und? Normal? Cem Özdemir war auch in der Türkei. Ja, und diese eine Frau mit blonder Haare, diese fette Frau. Die bei jeder Demo in Istanbul war sie auch dabei. Dann darf auch ein Deutsch sprechen hier, Janne. Ja, Bruder, ich sage dir was. Ganze deutsche Volk, andere auch, wallah alle neidisch. Wallah alle neidisch auf der Türkei. Türkei wird groß wachsen. Oh, ja, alle neidisch. Ja, er hat große Flughafen gebaut, ja. Ja, er hat weltgrößte Flughafen gebaut in Istanbul. Ja, guck mal, Berlin, 20 Jahre immer noch nicht mehr fertig gebaut. Ja, Türkei, beste Wirtschaft. Beste. Aber viele Journalisten sitzen noch im Gefängnis in der Türkei. Alter, ja, das sind keine Journalisten. Ja, das sind Terroristen. Ja, Kopfbomben werfen die, noch schlimmer. Ja, das kommt alles von Amerika, 100%. Ja, das ist doch kein Grund, die einfach ins Gefängnis zu stecken. Ja, die sind ja, komm, Alma, wallah. Wallah, ich schwöre, du bist ein Tamm-Deutscher, ja? Jo, habt ihr nicht diese ganzen Leute in diese Gefängnis getan, diese Guacamole? Guacamole? Du meinst Guacamole? Julia, du weißt genau, was ich meine. Nein, kein Gericht, kein Nix. Aber Türkei, Julia, hör gut zu, Türkei gibt alles. Gibt Arbeit, gibt alles, was ihr habt. Ja, wie ihr sagt, abhängig von Amerika. Aber Erdogan nicht mehr. Er hat seine Schulden bezahlt. Er hat Amerika so gemacht, ja? Gibt es in der Türkei keine armen Menschen mehr? Alter. Ja, dumm geworden, dieser. Alter. Ja, überall gibt es arme Menschen. Warum immer Erdogan schuld, Janne? Außerdem, ja, Bruder, du weißt selber, er hat so ein gutes Herz. So ein gutes Herz. Wallah, ja. So ein gutes Herz, dass er jeden irgendwie einsperrt, den ihn kritisiert. Und dann auch noch Terroristen. Oh, immer wieder dasselbe. Ja, das sind keine Terroristen. Alles deutsche Propaganda und du glaubst das oder was? Wenn ihr Erdogan gut findet, was macht ihr dann noch hier? Nein, Heimann, lass uns eh sagen, was willst du da? Ja, was ist das hier? Kleiner Junge. Oder besser als das? Hast du die Ruhe? Ja, was ist das? Ja, oder? Hör in deine Ohren, was er nun gesagt. Jo, ich komm nicht, schmeiß uns hier raus! Ja, Bruder, so war das nicht gemeint! Wie war das? Was ist sonst gemeint? Schmeiß uns raus, Bruder! Natürlich nicht, Bruder, ja, das war echt nicht so gemeint! Ja, dann erzieh mal deinen Jungen! Ja. Ja, wo ist eigentlich deine Frau? Die kommt doch gleich. Bruder, guck mal, was wir essen, so eine Blumenkerne! Abi! Bruder, war da keiner da nix? Bruder, hier nichts essen? Bruder, wir werden einfach die Penner! Wallah, ja! Na komm, wir gehen, komm! Komm, wir gehen! Na, Bruder, so war das doch nicht immer, wartet doch! Ja, was wartet doch? Wir sind nicht willkommen! Nee, wartet doch, erst. Ja. Ja, was war's? Geh du besser an diese Affe. Das heißt AfD! Oder sind wir AfD? Junge, das mit deiner Freundin, alles Hochzeit. Ja, ich weiß. War doch keine gute Idee. Asya? Nein. Erdogan? Und ich bin Barack Obama. Ich? Nein. Ich liebe Mathe. Nein. Ich liebe Mathe? Er liebt schon Mathe, ja. Ich bin Türkin. Als ich in den Osterferien das erste Mal seit 3 Jahren wieder in der Türkei war, war ich sehr überrascht. Ich wusste, dass es manches verändert ist, aber gleich so viel. Am Flughafen in Ankara waren die Anzeigetafeln nicht mehr auf Türkisch, sondern auf Arabisch. Meine Mutter meinte, das sei wegen der Flüchtlinge. Oh! Ich fragte nicht weiter nach. Auf dem Weg zu Omas Wohnung fiel mir auf, dass die Straßen immer noch so kaputt waren wie früher.
Auch die ganzen Straßenhunde, die einem immer so jämmerlich in die Augen schaut, Mann, Doktor. Ich hatte das alles so vermisst. Am nächsten Morgen fuhr ich das erste Mal in der Türkei mit dem Dolmus. Diese Minibusse waren viel lebendiger als die Busse in Deutschland. Ständig wollten Leute ein- und aussteigen, bevor man an einer Haltestelle ankam. Wie? Es war chaotisch, aber dennoch sehr schön. Ich bemerkte, dass viel mehr Frauen Kopftücher trugen als zuvor. Was? Nein, Leute, viel mehr Frauen. Viel, viel, viel mehr Frauen. Zum Teil waren auch Frauen da, die schwarze Ganzkörperschleier trugen. Und ich sah auch ein, zwei, die sogar Burkas anhatten. Und wir sind da aber Zentrum. Und obwohl ich nichts dagegen hatte, kam mir das sehr seltsam vor. Da zu dieser Zeit die Volksabstimmung für oder gegen das Präsidialsystem war, war ich doch noch voller als sonst. Es wurde sehr viel Wahlkampf gemacht, wobei nur die Erdogan-Anhänger wirklich auffielen. Riesige Reklammuster mit Evet und Bilder von Erdogan fuhren durch das ganze Zentrum durch die kleinsten Stadtteile. Hallo, guten Abend. Ich bin Christiane, ich bin mein Landwehr.
Ich liebe das Meer und den Strand. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Und es zieht mich immer wieder dorthin. Und ich bin Marianne Lienenbrink. Ich bin gerne Deutsche und dankbar, in einem Staat zu leben, in dem das Wort Freiheit nicht nur ein Wort ist. Gute Umgangsformen, guter sprachlicher Ausdruck ist mir wichtig. Fäkalsprache lehne ich ab. Hallo. Bei jetzt, liebe Kollegin. Hast du für mich auch einen? Ja, natürlich. Ja. Dankeschön. Ja, erst trug die 12-jährige Tochter ein Kopftuch. Dann die 10-jährige Schwester. Und jetzt auch noch die Mutter. Warum? Warum besinnt sich die zweite und dritte Generation auf alte religiöse Dogmen? Bedeutet das nicht einen Rückschritt für die Rechte der Frau? Ganz genau. Ja, liebe Kollegin, es war mühsam genug, die Gleichberechtigung in Gang zu setzen. Und wir sind immer noch nicht am Ziel. Ist so. Lina, hörst du bitte jetzt mal? Was ist los? Keine Ahnung. Was hat sie hier zu suchen? Müssen Glaubensvorstellungen so offen nach außen getragen werden? Ist das vielleicht ein bewusstes Abgrenzen von unserem Gesellschaftssystem, liebe Kollegin? Ja, genau. Über 60% der Deutschtürken, die zur Wahl gegangen sind, haben für Erdogans Präsidialsystem gestimmt? Nicht zu fassen. Gibt's doch nicht. Ich bin aber keine Türke. Luna, vergisst du bitte auch das Lehrerzimmer? Raus mit dir. Sie sind in einer freien Gesellschaft aufgewachsen und machen den Weg frei vor einem Despoten. Eben. Sind Sie nicht auch Deutsche? Ja, natürlich. Und haben Sie im Geschichtsunterricht nicht gelernt, wohin sowas führen kann? Ja, überhaupt gar keine Frage. Ja, die Frage das stelle ich mir auch. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist stelle ich mir schon lange. Ganz genau. Das war's, meine Hi, ich bin Luna Abdelkarim. In der 6. Klasse entschied ich mich, ein Kopftuch anzuziehen. Ich hatte das früher bei meiner Oma gesehen. Seit sie gestorben war, nahm ich oft heimlich ihr Tuch und ihre Schuhe aus dem Karton und lief vom Spiegel auf und ab. Mama wollte das nicht. Sie sagte, ich sei zu jung und wüsste nicht, was das bedeutet. Wir stritten. Wenn du das Kopftuch jetzt anziehst, wenn du dieses Zimmer verlässt, trägst du es für immer. Das habe ich auch vor, sagte ich ihr und ging am nächsten Tag damit zur Schule. Wie willst du in der Pause rief mein Klassenlehrer zu sich. Er sagte mir, dass ich gezwungen worden bin, wie so viele andere Frauen in der Türkei, bis ich ihm schließlich erklärte, dass ich überhaupt keine Türken bin. Nach langem Gerede und Entzug meiner Pause ließ er mich endlich gehen. Wie willst du denn Schwimmen mitmachen? Fragte meine zweite Klassenlehrerin. Ich sagte ihr, dass ich die passenden Sachen besorgen würde, was ich auch tat. Falls ihr wissen wollt, mit was ich geschwommen bin, es war ein Surferanzug. Okay, eher gesagt ein Taucheranzug. Was er wissen müsste, ist, dass ich in einer Bläserklasse bin. Und dass sie meinte, dass das Kopftuch einfach nicht geht. Da alle normal sind und dann eine mit Kopftuch da sitzt, das passt doch nicht. Aber instrumentell nur daher, mein Glaube war für mich immer an erster Stelle. Jo. Als sie merkte, dass ich stur war und nicht auf sie hörte, kamen folgende Sätze, die ich nie vergessen werde. Entweder du ziehst dein Kopftuch aus, oder du gehst in einer Schule, wo sowas akzeptiert wird, oder du gehst in dein Land, wo es hingehört. Ich bedankte mich fürs Gespräch und ging ohne was zu sagen raus und fing an zu weinen. Weil diese Stühle schleppen. Warum können wir nicht einfach in unserem Klassenraumunterricht haben? Warum
ist die katholische Kirche so groß geworden. Warum? Ja, weil so viele in den Nachwuchs gesteckt haben. Aber Leute, was sagt ein Moster zum anderen in einem Supermarkt? Was? Ja, nichts Besonderes. Sie sind doch beide komplett normale Mitglieder der Gesellschaft und sollten doch aufgrund ihres religiösen Hintergrunds nicht diskriminiert werden. Und dann explodiert der Supermarkt. Keine Witze wird verletzend sein. Wer ist doch keine Waffe? Ja. Junge, meld dich mal. Man muss es doch zulassen, dass er einen verletzt. Egal, ob er verletzend gemeint ist oder nicht. Er kann doch erst seine volle Wirkung entfalten, wenn man ihn lässt. Stimmt, ja. Ja. Hä? Kannst du das auch auf Deutsch sagen? Kannst du auch auf Deutsch zuhören? Was willst du jetzt? Die Religion eines Gläubigen ist etwas Intimes. Ja, Karl. Mach doch nichts, Jan. Darüber macht man keine Witze. Eigentlich kommt es auf die Situation an. Und da wär's zu wem sagen. Ja, ja, gut, hab's gecheckt. Humor ist okay. Außer wenn es gegen Schwarze, Juden, Schwule, Ossis, Schwestis, Blondinen, Männer, Frauen. Und jeden anderen Einwohner dieser Erde. Ah ja, und Religion. Ja, ja. Ganz recht. Und Witze über den Islam sind übrigens besonders geschmacklos. Wunder. Gerade Geflüchtete haben so vieles aufgeben müssen. Ja, aber nicht alle Geflüchtete sind Muslime. Ja. Stimmt. Sie brauchen den Glauben als Verbindung zur Heimat. Gegen die Angst. Ja, aber Witze nehmen doch die Angst. Ich meine, es ist doch so wichtig, Witze über Terror oder Ähnliches zu machen. Durch das lächerlich machen zeigt man doch erst, dass man eben keine Angst hat. Ja, genau. Leo, Witze können Wut und Hass erzeugen. Man sollte Andersgläubigen mit Respekt begegnen. Ja, das sehe ich doch genauso. Das sehen wir alle. Ja. Können wir jetzt weitermachen? Ha, dann wäre das also geklärt. Wir schlagen auf Seite 7. Aber einen habe ich noch. Ja. Erzähl, was steht auf dem Rollstein des gebenannten Arabers? Islam. Ja! Doch, tun wir. Eine muslimische Deutsche? Das passt nicht. Oder doch? Gehört der Islam zu Deutschland? Wolf hat ja gesagt. War aber nicht das Beste für seine politische Karriere. Und wenn nicht, wo gehöre ich dann hin? Lasst uns das ganz sportlich betrachten. Ich bin in Deutschland geboren. Genauer gesagt, in Bielefeld. Yeah! Ich kann mich erinnern, dass ich während der WM 1990 unfassbar für Deutschland war. Meine Helden waren Rudi Völler und Co. Immer wenn Deutschland spielte, standen mein Bruder und ich vorm Fernsehen und sangen die deutsche Nationalhymne. Yeah!
war 1990, aber auch zum ersten Mal seit 1934 für die WM qualifiziert. Ich kann mich an das Spiel Ägypter gegen die Niederlande erinnern. Die große Niederlande, der totale Favorit gegen den Underdog Ägypten. Wie erwartet, gingen die Holländer in Führung. Aber die Ägypter kämpften wie Löwen! Also eigentlich stellen sie sich nur hinten rein und hoffen, dass sie nicht komplett vernichtet werden. Aber kurz vor Schluss passierte es. Der ägyptische Stürmer wurde im Strafraum der Niederländer zu Fall gebracht! Und Ägypten bekam einen Elfmeter! Ich kriege Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere! Der Stürmer Mehdi Errani sollte den Elfmeter treten. Er rannte in den Fanblock der Ägypter, ging auf die Knie und öffnete die Hände, um mit den Fans Allah zu bitten, ihm zu helfen. Noch nie sah ich im deutschen Fernsehen einen Menschen im positivsten Sinne zu Allah bitten. Ich kannte das sonst nur in Verbindung mit trauernden Menschen im Nahostkonflikt. Und jetzt als etwas Hoffnungsvolles. Ohne Leid, ohne Krieg. Rani nahm den Ball und trat den Elfmeter an. Rani, 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 so aufgeregt und diesmal so stolz auf Ägypten, dass ich nicht schlafen konnte. So kam es, dass ich am nächsten Morgen zu spät zur Schule kam. Mein Lehrer, welcher eigentlich sehr streng zu spät gekommen war, sagte nur: Ihr Ägypter, ihr habt uns Deutschen gestern einen großen Gefallen getan. Also für ihn war ich ganz klar eine Ägypterin. Ausgleich 2:2. So geschwitzt. Also Bruder, ich bin Deutsch-Araberin. Ja. Arabischstämmige Bielefelderin. Du bist 0,0 Deutsch. Ja. Deutscher hat er auch nicht. 100% Arabisch. 100%. Wenn ich 100%ig Arabisch wäre, müsste ich in Ägypten leben. Genau. Machen wir uns doch nichts vor. In Ägypten hätten wir keine Chance. Ja. Akzeptieren wir doch, dass beide Kulturen zu uns gehören. Ja. Holum, du bist nicht deutsch. Ich bin nicht deutsch. Unsere Schwester ist nicht deutsch. Basta. Ja, basta. Ich bin da ganz anderer Meinung. Vielleicht ist das ja auch der Unterschied zwischen Bruder und Schwester. Ja. Warum fühlen sich einige Männer nicht zugehörig? Was soll das denn? Und wer sich nicht zugehörig fühlt, übernimmt auch keine Verantwortung. Ja, ja. Ich kann das ganz genau erklären. Ja. Echt. Unglaublich. Ey, du musst was sagen. Ich bin und bleibe deutsche Staatsbürgerin. Genau. Ja. Der Pass macht dich nicht anders heute zu einer Deutschen! Ja, ja. Aber meinen arabischen Anteil verleugne ich! Ja! Warum? Ganz im Gegenteil! Ach, was? Ey, was? Mach dir keinen Gedanken, Mann. Ist mir egal, deutscher Pass. Ist mir egal, deutsche Frau, ist nicht egal, muslimische Frau, nicht legal, ist mir egal, egal, ist mir egal. Poesie hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Ich wollte Party machen, aber nicht mit ihr. Sie war ein sauberes Mädchen. Es gab andere Mädels, mit denen konnte man mehr machen. Hört die von mir! Ja! In die Fresse rein. Jetzt gibt's Heckmeck. Fick deine Mutter. Das
Message? Fick die Welt? Wahrhaft Haga mit Tiara und verkauft mir hin als Wienerwald? Dir das Material, dieser Schwanz, riecht nach Sünnet? Auffällig maskulines Verhalten. Ja, so breitbeinig Macho-Gang. Sie unterhielten sich sehr laut in einer fremden Sprache. Deutsch, ja, Deutsch. Und sie gingen nicht zur Seite. Sie machten mir nicht Platz, sodass ich auf die Straße ausweichen musste. Ihr Verhalten wurde noch lauter. Lautstarkes Lachen, das hat mich verunsichert. Ich habe meinen Freundinnen davon erzählt. Und sie haben zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich versuche wirklich, mich von Vorurteilen freizumachen. Aber ganz ehrlich, es ist nicht leicht. Ist das unüberlegt? Soll es provozieren? Oder ist das die Sozialisation in diesem Gruppen? Was? Nein. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich stehe richtig! Oh!
Bitte. Du kannst das Leben leicht nehmen, auch wenn es das nicht ist. Muss nur ein bisschen leicht sind und du kannst sein, wer du willst. Egal, ob du dich klein fühlst, wenn du allein bist. Ich bin Christian Meinlich, ich gehe aus Waldhof und ich bin 15 Jahre alt. Ich spiele schon seit 8 Jahren Schlagzeug und ich liebe Sport. Und ich habe es so satt! Ich habe es so satt! Dieselbe Wohnung! Diese ständige Kontrolle und Überwachung! Ich darf nie was selbst entscheiden! Ich bin 16 Jahre alt! Ich will ein eigenes Leben! Ich will eine eigene Wohnung! Ich will einfach nur raus! Es ist doch alles gut! Es ist doch eben so! Es ist doch okay! Ich hatte mich um einen Ausbildungsplatz beworben. Als Krankenschwester. In Bielefeld, in Gütersloh und in Halle, wo ich wohnte und eigentlich weg wollte. Und ich hatte lauter Zusagen. Ich entschied mich für Wedel, doch ich war 16 Jahre alt und den Ausbildungsvertrag mussten meine Eltern mit unterschreiben. Ich dachte, sie wären stolz auf mich. Ich dachte, sie würden sich freuen, als ich es ihnen sagte. Ich dachte das wirklich. Doch. Ich gehe nach Wedel, ich ziehe aus! Und mein Vater? Nein! Du bleibst hier! Solange ich Halle weg, machst du hier deine Ausbildung! Einen kurzen Moment lang war ich perplex und begriff nicht ganz, was das jetzt sollte. Er hatte mich schließlich selber zu all diesen Vorstellungsgesprächen gebracht. Ich gehe nach Bethel, ich ziehe aus! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Du kriegst meine Erlaubnis nicht! Ich ziehe aus! Und ich ging nach Bethel. Yes! In 18 Jahren. Mit der Unterschrift meines Vaters. Ich zog in ein Wohnheimzimmer und war endlich frei. Das Examen bestand ich mit 2. Ich war Krankenschwester. Du musst dir einen Mann suchen und heiraten. Das ist jetzt dran. Du kannst nicht alleine leben. Es wird Zeit für dich, Kinder zu kriegen. Nein. Es gab für mich nur einen Grund zu heiraten. Aus Liebe. Was? Nur aus Liebe! Nur aus Liebe! Ein paar Wochen später zog ich einfach nach München und begann meinen ersten richtigen Job. Ich war erwachsen und ich war frei. Ich brauchte seinen Segen nicht mehr. Nach fast 30 Jahren Ehe hatte meine Mutter meinen Vater betrogen. Jetzt war Liebe plötzlich nicht mehr egal. Und mein Vater, er trennte sich, suchte den Kontakt zu der Frau wieder, die einst seine große Jugendliebe war, zog mit ihr zusammen und heiratete sie, noch in dem Monat, als die Scheidung durch war. Und dann irgendwann saß er an meinem Küchentisch in meiner ersten richtigen Wohnung mit einem leicht gebeugten Kopf und ein paar Tränen in den Augenwinkeln und sagte: Du hattest recht. Es geht doch um die Liebe beim Heiraten. Um die Kinder stritt er noch oft mit mir. Die Kinder, die ich nie bekam. Doch auch das hörte mit den Jahren auf. Inzwischen streitet er nicht mehr mit mir. Und erinnern tut er sich auch nicht mehr. Wenn ich ihn heute darauf anspreche, dann lacht er nur noch und sagt, all das wäre gar nicht wahr und nie geschehen. Ich bin Marianne Gebruder. Dankeschön.
40 Jahre alt. Ich komme aus Bielefeld, genau genommen aus Bad Bede. Ihr kennt das, jeder von uns hat einen bestimmten Moment im Leben, wo auf einmal alles anders fiel. Bei mir war das so, als ich 18 war. Damals bin ich Michael Jackson begegnet. Der war genau da, wo du jetzt warst und hat mich angeschaut. Und ich dachte, ey Mario, du kommst aus Bad Bede. Ich meine, du wisst das, ne? Das ist nicht gerade die beste Gegend. Ja, vielleicht auch mal. Aber, und er hat mich angeschaut und ich dachte, ey, wenn dir das passiert, kannst du alles im Leben schaffen. Alles. Nein, ich schaffte eben nicht. Ich bin der Laugü. Kennt ihr die Werbung? Da putzt die Schuhe, ist eine glänzende Sache? Mit dem roten Frosch? Nein. Ich will frei sein. Aber weiß nicht, wie ich das anstellen kann. Egal, was ich tun will, sind immer irgendwelche Menschen, Freunde, Familie da, die mir klar machen wollen, dass es nicht richtig wäre. Oder gar nicht möglich. Auf die Frage, warum nicht, antworten sie, dass sie selber gerne frei wären, aber die Gesetze, ihr Umfeld, Familie, Freunde es nicht zulassen. Jeder will frei sein, aber keiner weiß wie. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder jeden davon abhält, frei zu sein. Warum reden wir vom Freisein und wissen nicht mal, was Freiheit ist? Ich bin nicht frei. Es ist ein Tag wie jeder andere. Kind zur Schule fahren und schnell weiter zur Arbeit. Wie ich diesen Berufsverkehr hasse, ey. Ich hasse es noch mehr als die Arbeit. Und immer dieselben Verkehrsnachrichten im Radio. Wieso unternimmt niemand etwas? Jahre die gleichen Strecken mit stockendem Verkehr. Wieso unternimmt niemand etwas, Mann? Warum sind in einer Stadt mit 320.000 Einwohnern 200.000 Autos unterwegs? Warum? Ich muss jetzt endlich pünktlich ankommen, sonst kriege ich noch eine Abmahnung wegen zu spät Stempels. An keinem Ort der Welt habe ich so oft geflucht wie im Auto zur Arbeit. Die Arbeit vergeht mühsam, wie jeden Tag. Ich zähle jede Sekunde. Kaum ausgestempelt erreicht mich ein Auftrag meiner Frau. Ich soll Brot und Salz besorgen. Ich fahre zu dem Supermarkt, wo wir seit 13 Jahren schon einkaufen. Schnell rein in den Laden. Doch als ich im Markt ankomme, spüre ich, wie mich jemand nicht aus den Augen lässt. Es ist ein Mitarbeiter des Marktes, den ich noch nie gesehen habe. Ein Krawattenträger mit blauen Händen und Kratzschuhen. Ein komisches Gefühl steigt in mir hoch. Ich vermute, dass er mich mit einem Flüchtling verwechselt. Sehe wohl nicht seriös genug aus mit meiner Kapuzenjacke und dem Vollbart. Er steht wie angestarrt, angewurzelt an den Eisfächern. Ich fühle, wie ich rot anlaufe. So ein erniedrigendes Gefühl habe ich lange nicht mehr gehabt. Ich werde des Diebstahls verdächtig. Ach was? Aufgrund meiner Herkunft! Ich habe eine weißere Weste als dieser zuvorkommende Mitarbeiter! Ich habe nicht mal Punkte in Flensburg! Ja? Werde meine Arbeit geschätzt! Auch meine Genossen für meine Gewerkschaftsarbeit! Und da kommt so ein Krawattenträger und sieht in mir nur diesen potenziellen Kriminellen! Ich möchte nur noch auf ihn los! Ich. Kann ich ihm irgendwie helfen? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. In die Moschee, in das Gotteshaus, zu Allah. Und gehört nicht zu denjenigen,
die den falschen Weg gehen. Ich möchte heute für uns und für unser Vaterland beten. Und danach errichten wir inshallah unser Freitagsgebet. Erhebt eure Hände. Möge Allah unsere Sünden verzeihen. Amen. Möge Allah uns mit Gesundheit segnen. Amen. Möge Allah auch die Sünden unserer Toten verzeihen. Amen. Möge Allah für uns einen Platz im Paradies bereithalten. Amen. Meine Brüder, uns geht es hier in Deutschland sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber unsere Brüder in der Türkei, sie sind derzeit am Leiden. Unsere Soldaten, sie sind am Kämpfen. Sie sind am Sterben. Für uns, für Allah, für unsere Religion, gegen diese Terroristen. Kommen unsere Soldaten alle ins Paradies in Allah will unsere tapferen türkischen Soldaten kommen alle ins Paradies. Hocam, ich bin auch Kurde, bin Moslem. Wenn der Kurde wäre nicht Mann, wir sind doch auch Menschen. Setz dich hin. Wir sind doch auch Kinder Allahs. Mein Onkel ist aufgefallen. Heißt es jetzt, dass er jetzt keinen Platz im Paradies bekommt, weil er Kurde ist? Wir sind auch Moslems. Sie machen hier Rassentrennung. Was soll das denn? Mein Sohn! Das ist respektlos, was du machst. Ja? Ich predige hier. Ja. Wir sind auch Moslems. Sie können in ein Gebetshaus nicht sagen, dass du die Türken in den Himmel kommen. Wir sind auch Moslems. Das ist Haram, was du gerade sagst. Das ist Haram, was du jetzt sagst. Ihr Kunden, Leute, kommt! Ihr Kunden, Leute, kommt! Was bitte für ein Moslem, Sache? Bring sie raus! Was bitte für ein Moslem? Bring sie raus! Was ist los? Was ist mit uns los, Brüder? Ungläubige! Ja! Warum geht ihr die Schritte? Im Gottes Haus! Ist das nicht heilig? Müsst ihr eure Konflikte hier weiterführen? Heuchler! Bruder! Ich kann sie kratzen! Ich bin Ayhan Fukan und ich bin Atheist. Ich glaube an die internationale Solidarität. Ich war mal mit einer Ungarin zusammen. Da war ich viel verliebt. Ich war mal mit einer Ungarin zusammen. Ich war wirklich verliebt. Wir haben zusammen Abi gemacht. Das war meine erste richtige Beziehung. Da war ich wirklich verliebt. Warst du nicht? Ich war mal mit einer Ungarin zusammen. Nein. Das war meine erste richtige Beziehung. Ich sehne mich nach Budapest. Das war der schönste Ort meiner Kindheit. Dort hielten wir immer an, bevor wir weiterfuhren nach Jugoslawien, wo meine Eltern herkamen. Wir besuchten Freunde und gingen in die Museen der ungarischen Geschichte. Ich liebte es. In den blauen Bussen umher, für die es kleine blaue Tickets gab. Die mussten in die Abstempelmaschine gesteckt und dann mit dem gesamten Schlitz nach unten gezogen werden. Ich kann es immer noch in meinen Händen fühlen. Es machte Spaß. Wir fuhren mit der Metro, der uralten Gelben, die die erste auf dem europäischen Festland war. Und mit den neuen, den dicken Blauen, auf denen heute noch fett steht, dass sie in der UdSSR gebaut wurden. Sie donnerte mit gefüllter Lichtgeschwindigkeit unterhalb der Donau. Und dann die Burg. Von der Burg aus die gesamte Stadt zu überblicken. Dort gab es immer Kakao für uns Kinder. Es gab sonst nirgendwo Kakao. Und es schmeckte so gut wie nie wieder irgendein anderer Kakao. Wir zogen uns die schönsten Kleider an und gegen die Warzutze entlang, die Fußgängerzone. Damals war sie noch ein wenig schmuddeliger, ein wenig grauer. Aber damals wie heute stehen dort die alten Frauen und verkaufen ihre selbstbestickten Decken und Blusen mit den ungarisch-roten Mohnblüten. Budapest, es waren diese wundervollen alten Häuser mit dem vielen Stuck
und die Sprache. Endlich war sie überall, meine Sprache, diese eine Sprache, die dort so erhaben klingt. Ich liebte es. Die Erwachsenen tranken türkischen Kaffee, das Erbe der Osmanen. Ich mag diesen Kaffee bis heute nicht. Die Kleidung der Menschen sah ein wenig anders aus als unsere. Ich mochte sie. Und die Läden, es gab für alles eine ungarische Marke. Es war einfach eine andere Welt. Und meine Eltern verboten mir, Deutsch zu sprechen, damit wir nicht auffallen. Ich hatte kein Problem damit. Und obwohl Budapest für mich die schönste Stadt der Welt bleibt, weiß ich auch, dass ich eigentlich an etwas hänge, das es heute so nicht mehr gibt. Von ihr habe ich unglaublich viel gelernt. Was eine Beziehung überhaupt bedeutet. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nichts wusste. Aber es war schwierig für mich, vor meiner Familie zu ihr zu stehen. Aber meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich ein muslimisches Mädchen heirate. Sie hat zu Maria gesagt, mein Sohn ist jetzt nur mit dir zusammen. Du weißt aber schon, dass er ein muslimisches Mädchen heiraten wird. Warum? Ich bin mir sicher, dass er dich niemals heiraten wird. Ich war mir da gar nicht sicher, denn ich habe sie wirklich geliebt. An der Uni bekam ich dann anderen Freundeskreis. Ich ging mehr zu Freitagsgebeten und fing an, religiöser zu werden, um mit meinen Kumpels mehr darüber zu reden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht funktioniert mit Maria. Warum denn nicht? Sie hat beim Feiern gelegt schon viel getrunken. Du nicht, oder was? Ich fing an, mich daran zu stören. Was verdammt. Du liebst mich nicht. Ich habe jetzt nichts damit zu tun. Stehst du zu mir? Kannst du dir überhaupt eine Zukunft mit mir vorstellen? Mann, ich dachte, wenn ich sie heiraten würde, dann müsste ich auf viele Sachen verzichten. Oder auf Kompromisse eingehen. So Sachen wie Beschneidung. Taufe? Gebete. Familienfeier? Ja. Das alles hättest du auch mit ihr durchziehen können. Genau. Klar hätte ich das auch alles mit ihr durchziehen können. Aber ich hatte keinen Bock auf Kompromisse. Was? Wir können über alles reden. Liebst du mich? Und obwohl ich sie liebte, habe ich Schluss gemacht. Sie konnte das nicht verstehen. Nein, hast du nicht. Er ist glücklich verheiratet mit einer Frau, die keine Muslimin ist. Nein, bin ich nicht. Natürlich, du bist Vater von drei wunderbaren Töchtern. Nein, das bist du. Ach Quatsch, du sprichst jeden Abend das Vaterunser mit deinen Kindern. Nein, tue ich nicht. Natürlich, und danach dein Quartier. Nein, das tust du. Tue ich nicht. Ich bin das nicht. Ich heiratete ein Mädchen, deren Eltern aus derselben Gegend stammten wie meine. Und ich wurde Lehrer, wie mein Vater. Hey, hat deine Schwester was am Wochenende vor? Meine Schwester hat den Schuh. Hey, sie hat mich angeschrieben. Ja, ja. Ja, was denn? Ja, was denn? Ich bin was denn? Sie hat mich angeschrieben. Scheiße, hätte ich mal lange Zeit schneiden. Wie war das? Das ist doch immer Zeit, dass du deine Schwester nicht hast. Was denn? Was denn? Ich hab das nicht vergessen. Ja. Ah, Leute, das ist schon!
Wir haben einen Freund. Der wollte mir eine Nummer. Guten Morgen, liebe Klasse. Guten Morgen, Herr. Gül. Was sind Sie? Euer neuer Lehrer. Oh. Sind Sie ein Bruder? Ja. Ich bin nicht dein Bruder, soviel ich weiß. Oh. Sind Sie für uns oder gegen uns? Ich bin für euch alle, als euer neuer Klassenlehrer. Oh, nee. Aber Sie wissen doch, was wir meinen. Ob Sie Moslem sind, wollen die wissen. Genau. Ich bin... Kanake! Hast du was gesagt? Nö. Sind Sie Kurde? Ja. Leute, kann auch sein. Ich bin ein Mensch, okay? Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ich schäme mich nicht für meinen Glauben oder für meine Herkunft. Aber das sollte hier keine Rolle spielen. Weder für mich noch für euch. Kann ich auf Klo? Du möchtest zur Toilette. Haben Sie was an den Ohren? Zieh erstmal deine Jacke aus, bevor du dich mit mir anlegst. Das ist ein Sakko und keine Jacke. Jetzt mal. Möchtest du Streit? Nein, Sie. Oh. Dann zieh deine Jacke aus. Mein Mantel hängt doch draußen. Und ohne meinen Sakko ist mir kalt. Ich habe nur so einen dünnen Pullover. Zieh das aus. Dann geh gerne zur Toilette und melde dich anschließend gleich bei der Schulleitung. Oh. Oh. Nur wegen der Jacke. Wegen des Sackos, genau. Immer ich. Das hast du dir selbst zu verdanken. Sie geben mir doch gar keine Chance. Was kann ich dafür, dass ich blond bin und blaue Augen habe? Sorry. Junge, das spielt bei mir keine Rolle. Und das weißt du. Sagt er, jetzt habe ich 5 Kinder und keins davon ist ein Eid zu Hause. Das war eine Feststellung. Kein berechnender, wehklagender Vorwurf. Eher eine beinahe deutsch-nüchterne Feststellung. Auch das Echo blieb aus. In mir, da war diesmal kein schlechtes Gewissen. Eher die Erkenntnis, dass sich meine Eltern von ihrer eigenen Wurzellosigkeit eingeholt sahen. Keine Kinder, eingebunden in Familien, in der Familiensitte. Keine Freunde, kein Netzwerk, keine nachbarschaftlichen Kontakte. Einsamkeit zu zweit. Mit diesen Gedanken fuhr ich zur Arbeit. Ich höre den Kollegen zu, die sich vom Wochenende erzählen. Den Aktivitäten mit Nachbarn und Freunden, pflegebedürftigen, eigenwilligen Müttern, Kindern und Großeltern. Der Gedanke an meine Eltern, die ihr Eid alleine feiern müssen, treibt mich um. Das kann ich nicht zulassen. Es ist nicht recht, finde ich. Ich, die seit Wochen Abenddienste schluckt und von morgens 5 bis abends 10 auf den Beinen ist, soll jetzt 10 Stunden Autobahnfahrt auf mich nehmen. Mamas Divas Auftritt mit Gehirnwäschemanipulation und Papas Lamentieren um die Scheißkinder undankbare, abtrünnige Blut freiwillig zu ertragen. Und das in der heruntergekommenen Kulisse unserer alten Sozialbauwohnung? Mann, bin ich blöd.
Ich muss verrückt sein. Ich bin wahnsinnig. Warum mache ich das? Ich zweifle an meinem Verstand. Aber es fühlt sich richtig an, als ich um 3:30 aufstehe, meine Sachen packe, das Bettzeug zum Auto trage und auf die Autobahn fahre. Beklemmung beim Anblick der Sozialbausiedlung. Das Treppenhaus riecht nach Reinigungsmittel und kalten Zigarettenrauch. Als Papa die Tür öffnet. Passiert erstmal nichts. Ein kleiner Hund an den Ohren, der regungslos dasteht und blinzelt. Eines seiner scheiß Kinder steht vor der Tür. Discount Connection live und in Farbe. So viel Freude auf so wenig Zentimetern und gleich im Anschluss auf insgesamt 200 Kilogramm elterlicher Masse. Da beschleicht mich das Gefühl. War richtig. Elterliche Geschäftigkeit bricht los! Eine Batterie Fleischspieße mit Ich bin Alhan Tura. Ich bin Leopold Lör. Ich bin Albert Wannas. Ich bin Simon Speck. Ich bin Astrid Adolf. Ich bin Erkan Turosmus. Ich bin Najwa Mejri. Ich bin Muslima. Ja. Ich bin Arabisch. Ja. Ich bin Deutsch. Ja. Schwester. Ja. Eine Frage. Bitte, frag mich. Du meintest doch vorhin, warum fühlen sich viele Männer nicht zugehörig? Du möchtest mich doch nicht mit denen in den Topf werfen, die sich angeblich nicht zugehörig fühlen, oder? Aber nein, das war doch gar nicht meine Absicht. Aber du scheinst dich ja manchmal doch ein bisschen von Deutschland abgrenzen zu wollen. Und das verstehe ich nicht. Warum? Lassen wir das.